Gemeinsame Tagung des geschäftsführenden Vorstandes der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag und des ÖVP-Parlamentsclubs. Im Mittelpunkt der diesjährigen Beratungen steht die Bewältigung der Flüchtlingssituation. Wir begrüßen, dass wir uns mit Österreich haben einigen können, dass es an der deutsch-österreichischen Grenze ein gemeinsames Polizeizentrum gibt, in dem deutsche und österreichische Beamte Schreibtisch an Schreibtisch sitzen und gemeinsam auch Grenzstreifen durchführen und dadurch auch eine bessere Koordinierung stattfinden soll, wann Uhrzeiten und vieles andere mehr Flüchtlinge an der Grenze eintreffen können und es nicht so chaotisch zugeht, wie es streckenweise auch zugegangen ist. Die entscheidende Frage ist, wie sichern wir die EU-Außengrenze? Da müssen wir als Europäische Union etwas schaffen. Wir brauchen aber hier auch Partner. Was Spanien hier mit Marokko gelungen ist, das sehe ich als ein mögliches Zeichen, also einen möglichen Weg, den wir hier auch mit der Türkei zu gehen haben. Ich glaube, dass wir ohne die Türkei hier zu keiner nachhaltigen Lösung kommen können. Wir sind uns einig, dass die beste Lösung bedeutet, hier die EU-Außengrenzen zu sichern, um damit also den Flüchtlingszustrom auch etwas einzudämmen, aber gleichzeitig dann in einer gemeinsamen europäischen Aufgabe diese Flüchtlingssituation auch zu bewältigen. Das bedeutet auch eine bessere Verteilung auch in Europa. Es kann nicht dabei bleiben, dass Wohltaten europäisch und Probleme ein nationales Problem sind. Das wird Europa nicht aushalten. Danke.